Wir wissen, warum der hier so down ist. Hier habe ich FPS 30. Was ist denn da los? So, und ich würde auch echt jetzt gerne mal wissen. Wann ich denn tatsächlich jetzt mit dem Stream wieder anfangen. Weil feiern geht immer, ne? Kann ich schon wieder voten, oder? Willst du mir jetzt erzählen, wie ich googeln soll, oder was? Twitch Tracker. Sim Tracker. Millionen Zuschauer. Millionen Zuschauer. Mehr als 3 Millionen aktive monatliche Creators und über 15 Millionen durchschnittlich und über durchschnittlich 15 Millionen tägliche Streamer. Was? Jetzt vom letzten Jahr? Da war Mixer noch Competition.
Okay, die Leute bauen hier schon ziemlich verrückte Sachen. Nämlich? Ach, flieg einfach mal ein bisschen über die Karte. Das ist Türme. Das ist immer noch irgendwie eine riesige Brücke. Ich weiß allerdings nicht, ob die natürlichen Ursprungs ist oder unnatürlichen Ursprungs. Nein, die muss ja irgendwie, das kann man ja sehen, oder? Ja, ich fliege ja drüber, aber anhand das ist des Bau. Eine deutlich kleinere Brücke wie die andere, die ich letztens meinte. Und daneben dran ist auch irgendwie ein selbstgebauter Turm, ziemlich cooler. Ne, das ist keine selbstgebaute, die ist seriemäßig. So, und da ist immer noch dieser komische Bereich der Zone. Und dann ist die Brücke scheinbar doch eine echte Brücke. Hey, was? Das, was die da gerade im Chat erzählt haben mit dem S19 da. Dieser Bereich. Und das ist der Bereich, das ist der Bereich, wo ich schon mal erzählt habe, wo diese Riesenbasis eingezäunt ist. Hier steht gerade, ich hatte 5 Zuschauer. Und der Stream dauerte 46 Minuten. Hä? Die 3 Stunden geguckt haben. What? Verstehe ich nicht. Verstehe diese Seiten nicht. Am 27. April 2012 habe ich den Account aufgemacht. Und 5 Zuschauer hatte ich auch, als ich angefangen habe zu streamen. Also hat sich da ja nicht viel getan. Stunden 53. Guck mal, ich habe gerade 11 Stunden gestreamt und er sagte, ich hätte 46 Minuten gestreamt. Verstehe ich. Dauert sich am Wald. Im Schnitt 10 Zuschauer. Nein, nee, das kann ja gar nicht sein. Oder vielleicht doch.
17. November 2016. Also im Schnitt habe ich jeden Tag einen Follower, außer Mittwochs. Ja, dann will ich Mittwochs nicht mehr streamen. Bringt ja da nichts. Ah, ich sehe schon. Mittwochs streame ich auch nur 7,4 Stunden. Ja, das ist natürlich. Das ist natürlich doof. Ja, wo könnte ich denn rausbekommen, wann ich das erste Mal gestreamt habe? Ich weiß nicht, wie weit das auseinander liegt mit dem, wenn du dich bei Twitch angemeldet hast. Also das war schon 10 Jahre vorher. Okay. Dann weiß ich es nicht. Social Blade vielleicht. Taylor Swift. Taylor Swift. What? Does not have enough followers. C-Promi. Ach, guck mal, der zeigt auch Minus-Follower an. 17. Januar. Minus 3 verloren. Ich sollte mir mal ein Alert machen für Endfollower. Nicht nur für Follower.
Ist jetzt echt Zeit, wenn mir gleich einer followert. Followert. Dann wird es ja angezeigt. Ich warte jetzt einfach mal, bis einer followt und dann spiele ich weiter. Shit. Jetzt will ich mir ein bisschen Kaffee auf die Seitenansicht vom. Von der Kirche geschüttet. Darum habe ich keine Blöcke mehr am Schreibtisch, siehst du? Lösung wäre wahrscheinlich eher keinen Kaffee mehr am Schreibtisch zu haben. Aber Gewöhnung, ne? Gewöhnung. Kaffee, 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 Kaffee. Kaffee. Schnell, wer war das? Nikolaus. Dankeschön. Für die Erinnerung an dieses lausige Programm. Redacted. Das heißt, glaube ich, auf Deutsch zurückgewiesen. Ne? Rejected. Redacted. Soll ich mal eben hier die Löcher stopfen? In der Kirche. Können auch keiner rein, ne? Außer vielleicht oben drüben. Ja klar. Stimmt, da sind eine Menge Löcher. Aber du hast gesagt, die können hier nichts kaputt machen, ne? Meines Wissens nach nicht. Und auch nichts looten oder so. Das habe ich vorhin, lag an am Strand, habe ich probiert. Passiert gar nichts, wenn ich den anklick. Hast du dir den Wetsuit genommen? Nein. 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 Ich guck mir hier gerade dieses komische Lager da an, aber das ist irgendwie. Keine Ahnung, was da. Das ist alles leer. Wo wir vorhin waren? Naja, diese Riesenbasis da. Was da alles eingezäunt ist. Aber da scheint gar nichts zu sein. Also, das ist. Könnte Spielerbasis sein, aber da ist halt niemand. Das ist leerstehend, will ich nur sagen. So eine Fake-Basis. Das vielleicht jetzt nicht zwingend, aber da ist halt keiner. Relativ großes Areal halt abgesperrt. Ich werde jetzt nicht mit meinem Kopf da reinfliegen, weil ich dann wahrscheinlich nicht mehr rausfliegen kann. Aber ja, es ist halt nichts drin irgendwie. Und da hinten dran ist die große Brücke, da werde ich jetzt mal hinfliegen noch.
Das ist halt die Brücke. Neben. Keine Ahnung, wo das ist. Neben Nordamerika. Zwischen Nordamerika und Südamerika ist es eine Brücke, würde ich sagen. Okay. Oder? Wo bin ich hier gerade? Ich weiß nicht, wo ich gerade bin. Ich bin. Ne, zwischen Südamerika und. Ne, zwischen. Hey, ich bin ganz scheiße. Zwischen Afrika und Südamerika. Da wo dieser große Hangar halt ist, da ist dieser direkt verlassener Supermarkt, also dieser Landestreifen auf der Karte. Und da ist dieser Hangar halt. Dieser riesengroße. Und da ist hinten dran halt eben diese riesige Brücke. Da mal hin. Und die ist halt irgendwie auch auf Wasserebene. Die schlägt irgendwo im Norden von Südamerika ein. Halt. Schon wieder ein Drop runtergekommen. Aber auch wieder keine Flare. Hier bei unserem Nachbarn. Wie geht der aber nicht dran? Soll ich da mal dran? Cool, da hat ja einmal so eine Art Alcatraz gebaut. Das sieht ja auch total genial aus. Oder der baut sogar gerade noch. Ach, der, das ist die Granate, die der gerade rausgeworfen hat. Krass. Das ist cool, man kann Leute vom Kopter aus mit Obst bewerfen, das ist geil. Ich hab dem jetzt als Belohnung Kürbisse runtergeworfen. Weil auf seinem Dach kann ich ja nicht landen, aber ich kann ihm Kürbisse runterwerfen. Das ist total cool, finde ich, was er da baut.
Plasma-Suit. Wollte mal mit dem Auto hinfahren. Nach Amerika. Nein. Alles klar, Nico. Dann schlaf schön. Danke fürs Dabeisein. Das ist ein Hochhaus, in dem 17. Stock steht ein Pferd. Auf der Feuerleiter. Gewesen. Da sind auch Deja mit grünen Kisten, da wo wir meinen Kopter geholt haben. Da stehen zwei grüne Kisten drauf. 2, 3, 4, 5 normale Kisten und dann so rote Werkzeugkisten, wo Munition oder Waffenteile drin sein können. Wo die blauen auf dem Dach waren. Gebäuden oder diese stehenden Tower. Da scheinen aber auch andere auf die Idee zu kommen, mit dem Kopf dann drauf zu fliegen. Ist jetzt auch nicht so schwer, ne? Nee, nicht wirklich. Gerade einer einen Speedrun auf dem Dom. Hier steht ein Pub da. Wenn nicht meiner ist. Das ist mein Copter. Was meinst du? Wo könnte der sein? Oh, ein Seil. Dein Kopf da weiß nicht, wo der ist. Ne, ich wollte ihn doch. Und er kam nicht.
Der kam nicht. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Schredder ist. So, das muss an die Brücke. Alter, was war das denn jetzt? Ist hier irgendwie eine PvP-Area oder was? Keine Ahnung, was denn passiert. Du hast nur noch 29 Leben oder so. Nutzt ja nichts. Hier ist eine ganze Flotte von Blauen. Ja, ich hab's gesehen, aber wo kommen die her? Ich hab keine Ahnung, ich hab's alle gekillt. Respekt.
Ich bin irgendwie mit dem Auto dran vorbei. Und werd beballert. Wie verrückt. Das war ein ganzer Trupp, 8 Mann oder so. So viel habe ich noch nie auf dem Haufen gesehen. Die lungerten alle hier rum und das Ding hat eine Turret drauf. In dem riesen Hangar. Wimmelt's auch von Blau, wenn ich das richtig sehe. Und da steht so eine Transall drin oder was auch immer, oder so ein Tupolev, irgendwas. Eine riesen Transportmaschine mit so einer viermotorischen. Ich weiß nicht, wie die heißt. So eine militärische. Vor allem hier mit meinen 7 FPS. Alter, was machen wir denn hier? Das hört ja gar nicht auf. Was ist denn das hier für ein Ding? Sieht auch nicht, aber das sieht auch. Jack aus auf jeden Fall. Wie so ein Fire Department oder so. Sonne. Ach, das ist der Hangar. Ich glaube, vor mir ist eine Brücke und ich fahre in den Sonnenuntergang. Ja, du bist hinter mir quasi. Ne, die Brücke ist da hinten. Komm ich da rüber? Ja, ich kann mal drüber fahren. Da läuft immer noch ein blauer Rum da unten. Wie komme ich denn da oben auf die Golden Gate? Nee, auf die Golden Gate kommst du nicht, glaube ich. Da komme ich nicht drauf. Ja, aber nicht von hier aus, glaube ich. Das ist eine andere Brücke hier unten. Ich bin in Afrika. Was soll ich denn aber in Afrika? Was für... Auch
Och man, hier kannst du, ey, das sieht so geil aus und ich kann nicht mal einen Screenshot machen. Hier mit Palmen vor der Skyline von mit Golden Gate und Empire State Building, weißt du? Das sieht richtig gut aus, ja, gebe ich dir recht. Das ist wie so ein, fast wie ein Comic Wie schon. eine Postkarte, ja. Manzuel hier. Wie Wie rausgekommen eine bin ich hier? Vorlage für eine Werbung für das Auto hier. Also in dem Hangar könnte auf alle Fälle auch ordentlich was drin sein. Von der Menge an Blauen, die da gerade rausgestürmt ist. Hast du viel wertvolles Zeug einstecken? Wollen wir mal rein in den Hangar? Ja, bist du das? Ja klar. Wo kommst du denn jetzt her? Na, ich habe da gerade den Hangar leer geräumt. Alle Erschöpfungen, die drin waren. Ach Hoffentlich. Oder Gott. alle die rausgekommen sind. Okay. Ich weiß halt nicht, wie schnell ein Respawn die haben. Aber wenn wir sterben, respawnen wir in unsere Basis zu Hause. Ich bin schon wieder voll. Bist du noch? Dann machen wir hier eine Kiste. Ich will mal Play wegschreiben. Back. Wie heißt das Ding? Backpack. Backpack. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen meine Zelle einpacken. Ich faszinier echt. Ich habe Backpacking erfunden. Doch. Shift-Taste, ne? Ja, für. Ich muss mich wieder anders respawnen. Bitte? Ich
Bestimmt ist mittlerweile wieder alles respawned. Hast du Spritzen ausgerüstet? Ja. Eine. Ja, warte, ich geb dir welche. Merci. Kein Problem, das ist ungefähr die Hälfte von dem, was ich heute gesammelt habe. Spritzen. Die hatten gerade nur Scheiß. Grüne Karten und Flares. Ja, ich hab die ganzen blauen. 5 Dublonen oder so. Sehen dich doch schon von weitem in deinen Neonklamotten. Ja, die sehen sowieso die Schwände, von daher spielt es, glaube ich, gar keine Rolle. Also momentan ist da drin nichts mehr zu sehen. Wahrscheinlich spawnen sie dann direkt hinter unserem Rücken, wenn wir drin sind. Die auf dem Dächern hatten. Schon wieder hell. Ha? Das ist echt unnormal. Ja. Die auf dem Dächern hatten dann relativ schnell einen Respawn. Wo sind die rausgekommen, bitte? Da schläft einer. Ah ja, hier sind die rausgekommen. Technikschrott. Oha, Ölfässer. Diesel? Ja, Diesel. Hast du eine Ahnung, was man mit Diesel macht? Ja. Was denn? Für den großen Excavator ist das. Das sind 100 Fuel oder 1000 Fuel. Also low grade. Okay, hier sind Essenskiste, Verbandskiste, noch eine Verbandskiste. Radioaktive Fässer, Essenskisten. Normale Lootkisten.
lass mal in den Flieger reingehen. Ne? Irgendwo muss ja der gute Müll sein. Nochmal radioaktiver Müll. Aha, hier sind grüne Kisten, 3-4 Stück und eine packbare Crate. Viertelstunde. Ohne Elite-Kiste. Das übliche AK, Handgranaten, Scrap, Raketen. Und ein Schalter im Cockpit, der nicht funktioniert. Weg, weg. Ja, genau, den weg, weg, den. Den muss man hier lernen, den weg, weg. Eine Flying Dragon, eine AC 130, die hat da die Kanonen auf der Seite. Ist das ungerecht, wo du mich immer hinbringst? Ach. Ja, ich bin auch schon ganz aufgeregt, wann der endlich der Respawn kommt, wenn wir uns platt machen. Hier stehen noch mal Dieselfässer rum. Oh, die blauen. Bist du? Immer noch hier in der. Wo bist du? Ich hab mich ins. Ja. Wir sind irgendwo draußen.
Toll, jetzt haben wir hier gefangen. Der ist gerade dran vorbeigelaufen. Er kommt. Hier sind Munitionskisten, hast du die schon gefunden? Ich bin voll besorgen. Da ist auch eine volle Kiste mit Kram. Hast du die auch gefunden oder hast du die gemacht? Da sind auch nochmal Handgranaten, Raketen, Überwachungskameras. Oh. Alter Walter. Das ist von dir, schätze ich, was da alles durcheinander liegt, ja? Ich hatte schon mal irgendwo reingeguckt, ja. Manu, danke für den Host. Moin. Down? Nö. Ach, der liegt doch da. Achso, der ist down, ja, ja, dann. Halt noch einige andere sein. Ich höre es ja noch piepen und fiepen. Aber ich sehe jetzt keine. Warten oder rausrennen? Oder koordiniert abziehen, sozusagen. I don't know. Direkt hinter mir gespawnt. Da war irgendwo versteckt. Auf der anderen Seite. Ja, ich deck mir den Rücken quasi. Wie wirft man die Granaten? Noch einer down. Aus dem Cockpit kann man die auch super wegschneibern. Zwei. Der da hinten, der auf mich geschossen hat, hast du den gesehen? Nee. Ich war's gekillt, die Sau. Down. Dann haben wir drei down jetzt.
Wie wirft man die Handgranaten? Ganz normal, linke Maustaste. Ja, ich hab's nicht so mitwerfen. Aber gute Idee. Das Inventory müssen wir irgendwie leer kriegen, ne? Ich hab 30 Stück in der Tasche oder so. Wir haben nur 6. Granate. Hinten ist einer. Down. Muss noch einer sein. Da meine Granate. Da vorne. Draußen läuft einer rum. Hinten ist einer, aber ich habe ihn nicht erwischt. Schon 3-4 Mal getroffen. Von einer da. Hinten dran. Haben wir mitgezählt? Nee. Und meine Granate. Nochmal meine Granate. Die sind einfach nur so für die spektakuläre Feeling. Ah, ja. Das wäre jetzt peinlich, wenn die Miete reinkommt. Einer down. Noch einer down. Nein. Hilfe. Bin down von dem Cockpit. Ach nö. Mach doch sowas nicht. Hier ist mal dasselbe.
Die gedrückt halten. Oder so. Ja, danke dir. Ich hab so viel Spritzen einstecken. Ich spritze die ganze Zeit. Aber. Wo ist er? Direkt unter uns. Bist du wieder hochgepatcht auf 100? Hm. Versuchen wir nochmal zu baiten. Granate von mir. Bin zuerst weggegangen, ich hab nicht mehr gesehen, wo er war. Links. Eigentlich müssen wir jetzt bald alle haben. Das waren ja mehr wie vorhin jetzt. Down vorne. Also die Kiste ist mittlerweile offen. Ach. Ist Ruhe. Wir könnten mal reingucken. Mach. Oh, eine AK. Panzerfaust. Große Batterie. Eine Pumpe, die kann nichts mehr tragen. Ah. Bedien dich. Und dann raus hier. Wir haben hier so viel zurückgelassen, wir müssen dann mal hierher kommen bei Gelegenheit. Nimm auf jeden Fall die AK mit, die ist 5000 wert. Wenn nicht, nehme ich sie mit. Lass die blöde Munition, lass die Munition weg. Kann man das, die Ölfässer, kann man das raffinieren? Kann man da Low-Grade-Fuel draus machen, oder? Weiß ich nicht. Wollte ich, genau das wollte ich probieren. Weil wir, ich wüsste nicht, dass wir hier so einen Excavator haben. Also es gibt irgendwo, glaube ich, auf der Karte einen großen Kran. Ja, und für die Browser, die schlucken wie bescheuert. Und dieses Low Fuel ist halt konzentriertes, oder Diesel ist halt konzentriertes, ja. Low Fuel. Metal, wie viel ist denn das? Ach, scheiß drauf. Ja, raus hier jetzt. Okay, der ist down. Es hat einem nur 70 Schuss gekostet. Ach. Und raus hier. Ich hab keinen Bock mehr. Dem habe ich jetzt fast einen Herzinfarkt gekriegt. Die haben eh alle nur Scheiße dabei. Oh, hier auch noch. Ja? Die haben nie mehr gefunden, der eine. Der hatte keinen Kumpel mehr. Deswegen haben sie nie mehr gefunden. Ich finde das echt bedenklich, wenn die hier ihre Kopter stellen lassen, hat der Herr dann zugeschlossen. Ist das mein Auto? Nö. Drei Handgranaten, zwei grüne Karten. Lol. Okay,
Toilette, das war jetzt genau das Richtige. Nochmal ordentlich aufgeputscht vorm Schlafen gehen. Ja, nochmal wach geworden. War aber gut. Ich nenne den schnellen Weg. Auf Wiedersehen. Okay. Wie komme ich denn an meinen Mini? Schräger Spawn. Leerstelle Mini. Spawn Mini. You spawned your Minicopter. Da. Du hast jetzt nicht kein Fuel dabei. Doch, du hast deine Lampe in der Kiste. Im Inventar. Ich habe deine Lampe gesehen im Inventar. Ja, das so, reicht ja noch. 90 drin, das langt nicht. Reicht ja nicht. Da ist 799 hast du im Inventar. In einer Kiste. Oh. Ich bin raus für heute. Alles klar. Ich komme gleich noch ein, hier liegen auch so viele Ressourcen. Hol ich mir noch ab. Gerade ein bisschen laut wegen dem Copter. Ob ich das schaffe? Das schaffst du nicht. Wollte ich immer schon mal hier durchfliegen. Ja, schlaf schön. Und bis bald. Tschüss. Das sieht ja auch geil aus. Das könnte von mir sein.
So, mein Hotel. Hier ist noch keine automatische Schaltung dran. Also von innen funktioniert das Ganze schon, aber von außen nicht wirklich. Und wir verstehen nicht warum. So, ihr zwei, wie geht's euch? Super. Ja, ich bin hier mit Jeff und Bob auf einem für mich neuen Server unterwegs. Heavily modded. Das ist meine bisherige Werkstatt. Und hier die Idee ist ein Hotel. Das hier wird der Eingang. Hier kommt man rein, die Lobby. Da hinten Lager. Die Lobby wird irgendwo hier sein. Also. Hier so der Vorraum, Rezeption. Dann können die Leute auf ihr Zimmer gehen. Für das haben sie ein Bootschloss. Dann geht es zum Beispiel vielleicht irgendwie hier runter. Und hier ist schon mal so ein Musterzimmer. Da drüben Garage, Werkstatt. Heliport. Alle mit Blick auf Meer. Wenn
die Tür aufgeht, soll der Kamin ebenfalls angehen. Und dann gibt es hier Standardausführungen, ein Bett, ein Schrank für Klamotten, Nachtkiste, Laterne, Heizung, Teppich, Sofaecke, ein paar Kisten für Stuff, ein Balkon und Aussicht auf das Meer. Da drüben ist dann auch schon die nächste Bude, da drunter ist dann auch schon die nächste Bude. Kommen noch ein paar Bilder rein. Nächste Bude, überlege ich noch, ob hier zwei Balkone hinkommen oder ob ich das hier sogar auf der Seite nochmal hochziehe, von wegen nicht im Balkon reingucken. Die haben dann auch einen Blick auf den Strand unten, der gehört zum Hotel, da hinten ist ein Bootsanleger. Das ist auch schon von unserem ersten Gast. Die bekommen dann auch Strandliege, Strandschirm, Songgedöns. Denn warum komme ich nicht mal auf den Server, wo du immer bist? I don't know. Vielleicht wegen der Listen abarbeiten. Zuletzt war ich auf 3 Servern unterwegs. Davon habe ich jetzt einen quasi gekickt, um auf diesen Server zu gehen. Das könnte man mal machen, ja. Wie geht's dir? Wie wirft man diese Granaten? Oha. Aktuell ist es super, aber es ist oft Kacke, das Internet. Und ich weiß es nicht. Wir haben komplett Ausfälle hier, Viertelstunde. Und das ist halt super nervig. Streamlabs Chatbot muss ich mich jedes fünfte Mal irgendwie. Wir haben beides, WLAN und Kabel. Ich wohne in einer WG. Und Internet ist für uns alle dann down. Egal ob WLAN oder Kabel. Das hat damit gar nicht viel zu tun. WLAN ist hier toll. Es ist die Verbindung selber von Vodafone. Ich streame über WLAN. Seit fast genau 3 Jahren jetzt. K.
Kabel müsste durch oder an drei Türen vorbeigeführt werden. Das ist Kacke. Ne, es ist einfach die. Ja. Ich kenne das gar nicht anders. Muss mich reparieren hier. Das ist mit den Granaten leicht sein. Alles voll. Wir haben dreimal versucht, Kabel zu bekommen und es hieß von den Kabel Deutschland Technikern, die dann hier vorbeischneiden, ist eine Leitung vorhanden, gegenüber verliefe die, gegenüber im Hausflur, also nicht auf unserer Seite. Und aufgrund der Brandschutzbestimmungen würden die 5 Meter zu uns rüber je Meter 300 Euro kosten. Dann habe ich irgendwann im Internet, und zwar tatsächlich erst vor kurzem, einen Haufen Sachen dazu gelesen, Gute Frage, nett, und weiß ich nicht, was für Foren, dass in einem Mietshaus, in einem Hausflur solche Sachen überhaupt gar nicht mehr gemacht werden dürfen, wegen Brandschutzbestimmung. Und um die ganze Geschichte zu umgehen, könnte man zum Beispiel von der Nachbarwohnung einfach ein Kabel rüberlegen, mit einem Loch durchbohren durch die Wand, die unsere beiden Wohnungen trennt, also quasi hinter dem Hausflur rum, oder einfach ein Kabel durch den nicht mehr genutzten Kamin ziehen, und es kostet irgendwie 300 Euro. Wenn überhaupt, also inklusive Techniker, Gehalt, Honorar etc. Naja. Naja, naja, naja. Mal gucken.
Ja, sehe ich aus wie der Weihnachtsmann. Sehe ich aus wie jemand, der ohne sich 37 YouTube-Videos anzugucken. Eine Lampe anschließen kann. Ja. Indeed. Aber du kannst halt auch nicht, ich kann mir keinen eigenen Internetanschluss holen, weil selbst Internetdienstleister noch im letzten Jahrtausend leben. Und für die ist eine WG ein Haushalt mit einem Internetanschluss. Und da kann es dann halt eben nur einen Anschluss geben, nicht drei oder fünf. Das ist gerade so ein bisschen das Problem. Den nehme ich mit. Ne, lass ich mal hier. Hab die anderen alle mitgenommen. Den holen wir uns noch. Schiff ist gerade aufgegangen. Ambush. Ja, aber wie gesagt, oder nicht wie gesagt, ich bin nur der Untermieter. Und wir haben es ja versucht. Wir haben es ja versucht. Thank you.
Und das Scrap kommt hier aus. Das ist der Sleepy Joe, von dem man immer hört. Ja. So. Noch. Die brauchen wir nicht. Dann fliegen wir nochmal zurück. Just claimed Hutnik MP5. Wer ist Hutnik? Hier mein LKW. Bob. Mein bestes Pferd im Stall. Ja, Hotel. Hier haben wir mal eine kleine Bühne gebaut für so ein bisschen Home-Musik. Das hier wird die Bude der Band. Da hinten der Anleger. Hier noch schnell reparieren. Das war hier drunter, ne? Das Hotel ist noch recht neu, deswegen hier war es. Granate. So. Haben wir schon. Ihr Lichtschalter funktioniert.
Laderaum für eine kleine Bar. Also wenn die Leute zum Beispiel sagen, es regnet und die haben nur ihren kleinen Sonnenschirm da und dann kann ich schnell hier rüberkommen. Hier kommt halt kein Regen durch und dann können sie sich hier aufwärmen, Tee bestellen, irgendwas zu trinken, was zu essen. Und so. Oder Tauchausrüstung ausleihen. Und dann Boot ausleihen. Dann tauchen gehen. Bütchen fahren. So, aber manchmal muss ich mich ein bisschen erholen von so einem Projekt. Und dann fliege ich ein bisschen rum. Oder baue was anderes. Zeige ich euch kurz. Oder kurz was Chef gebaut hat hier. Das da ist die Bude von Chef. Der hat hier direkt über den Fluss gebaut. Schick. Eigener See. Garage. Wasserpumpen für eine Indoor-Plantage. Hier wird Hanf angebaut, gezüchtet, geklont.
Scheiße. Ja. Disco. Diagramme, Pläne. Ja, hier wird noch überlegt. Schränke. Ich einen Wetsuit anhab. Nachbarn von Chef. Schöne Bude auf jeden Fall. Ruhige Nachbarschaft auf jeden Fall. So. Irgendwo hier muss ich noch mal was abholen. Bestimmt hier heute auch nicht mit meinen, guck dir mal meine FPS an.
So, und das habe ich heute gebaut. Ist noch eine Baustelle. Aber ja, das ist die neueste Version der Monsterkirche. Diesmal ein Stockwerk höher geworden. Aus Versehen hatte mich getan. Das hier ist die sogenannte Apsis, also quasi der Altarraum und so. Da oben ist die Bühne, da steht dann der Redner. Da es in Rust kein Licht gibt, läuft das hier über Netze, wie immer. Das ist so ungefähr das Durchsichtigste, was es gibt. Die Dinger hier, die werden hier unten abgebrochen. So wie hier, dann kommen da Lampen dran. Da haben wir heute ein bisschen rumprobiert, weil als ich die letzte Monsterkirche gebaut habe, liefen die Lampen noch über Fuel. Und die kommen dann halt überall. Wie gesagt, das hier wird dann ein, zwei Dinge werden dann weggebrochen. Und dann geht das bis hier vorne. So, hier ist das Hauptportal, der Eingang. Seiteneingänge. Seitenschiffe. Hauptschiff. Und die ganzen Gerüste und so, das kommt hier natürlich alles wieder weg. So, da kommt auch alles wieder weg. Dann sieht es so aus wie hier. Hier kommen überall Speisetische hin, statt Bänken. Darunter befindet sich die Werkstatt und das Lager. Ja, ich hatte mich in der Höhe vertan, auf der Ebene hier. Normalerweise hätte das Dach hier direkt hier unten beginnen müssen. Ich habe eine Wand zu viel eingesetzt, dadurch wurde das alles höher und das. Übergang der beiden Dächer, der stimmte da nicht.
Und dann habe ich letztlich das hier nochmal einen angehoben. Einfach eine Mauer höher gemacht. Und dann passte das wieder. Hier rechts und links kommen zwei Türme hin. Und die Überlegung ist, sowas gab es früher auch nicht, zum einen einen Aufzug zu machen, weil es wären 14 Stockwerke hoch und ein paar runter. Mal ein bisschen rumprobiert mit Strom, weil das Problem wird sein, da wir hier keine ebenen Flächen haben, außer dann nachher auf dem Dach, wird schwer, Solarzellen aufzustellen und ich mag keine Windkraftwerke. Die sind einfach unästhetisch. Außerdem soll man davon Krebs bekommen. Ne, wusch, wusch, wusch. Ja, also Solarenergie, aber Solarenergie braucht ebene Flächen und wie gesagt, da müssen wir mal gucken. Also hier rechts und links vom Eingang noch Türme. Hier kommt eine Dings hin, eine Galerie, wo man das Ganze im Blick hat. Eine Loge könnte man sagen. Ja, dann natürlich noch ein paar Bilder. Bisschen Optik. Aber ja. Der Tag. Was haben wir? Freitag, Samstag, Sonntag, Tag 3, das Hotel, den Anleger und heute halt das Ding hier gebaut. Da drüben ist der Train Yard, Lounge Site, Royal Navy. In jeder Windrichtung ein Monument. Da unten kommt Friedhof hin. Nee. Da unten kommt Friedhof hin. Die Bäume sind genial dafür. Bei Nacht und Nebel bin ich hier gelandet und habe einfach auf der höchsten Stelle vom Berg eine Plattform gesetzt und dann hier alles zugepflastert erstmal. Dann alles auf die Ebene für den Kirchenboden gehoben. Also auf diesen hier. Der Rest, der da an Fundamenten noch rumsteht, das kommt dann so peu à peu alles wieder weg.
Das hier kommt alles wieder weg. Auf der anderen Seite kommt ne. Auf der anderen Seite dann hier drüben der Friedhof. Weil das sieht eh schon aus wie ein Friedhof. Mit all den toten Bäumen, dem roten Gras, dem trockenen Boden. Da unten ist eine Straße. Da bauen wir da vorne irgendwo einen kleinen Parkplatz und dann können die Leute halt hier raufkommen. Entweder über den Seiteneingang rein. Oder von da drüben schon. Einfach hier hoch zum Hauptportal. Sieht man die Bretter da oder Böden. Das ist der ja, der Boden der Kirche. Kommt dann Treppenhaus hin. Schöner Aufgang. Drumherum geht unten lang so ein Gang. Einmal drumherum. Kommt da wieder raus. Hier sind Ölraffinerien, große Schmelze. Nebeneffekt, wenn die läuft. Da drüber, wie gesagt, ist der Altar. Dann bekommt man hier so ein bisschen Weihrauch. Nebeneffekt vom Schmelzen, der sich dann halt in der ganzen Bude verteilt. Oder auch nicht, weil wie gesagt, Glas gibt's nicht. Und der Wind fegt hier natürlich durch die Apsis über den Altar und verteilt das Ganze dann auch wieder nach draußen. Ja. Hier unten kommt dann eine Werkstatt hin. Die haben wir jetzt während der Baustelle nach oben verfrachtet mit Werkbank und allem drum und dran. Mal gucken, wir haben ein paar Nachbarn, denen haben wir das Ding hier vor die Nase gesetzt. Ich denke mal nicht, dass wir denen irgendwie die Sonne wegnehmen werden oder so.
Und hier geht's dann nochmal 14 Stockwerke wieder zu. Mit den Türmen. Wer wissen will, wie das Ganze schon mal aussah. Sucht bei YouTube hier habe ich zum Beispiel die ganzen Lampenaufgaben in der alten Version einfach bei YouTube nach Abenteuer in der Monsterkirche suchen. Lampen aufhängen. Hast du denn mittlerweile deine Kirche eingerichtet? Nochmal bitte? Ob du deine Kirche mittlerweile eingerichtet hast? Nee, da bin ich gerade dran. Also ich habe gerade 2 Stunden verloren. Wir sollen in 2 Stunden jetzt auch wunderbar Stühle bauen können und sowas. Weil zum Beispiel Chef hatte das Problem bei der unteren Etage, also bei der ersten Kampfplattform, dass er den Hubschrauber teilweise gar nicht gesehen hat. Okay. Und das ist dann natürlich echt extrem lästig, weil man könnte ja zum Beispiel vor die Fenster halt auch noch diese Schießscharten machen. Also ein Fenster mit einem richtig fetten Rahmen. Ja, weiß ich. Ja, verstärkte Fenstergitter heißen die. Genau. Fenstergitter, die ein Standardfenster passen, die in ein Standardfenster passen. Diese Gitter bestehen aus verstärktem Metall und können durch ihre Stärke und Mantelung vor einschlagenden Projektilen schützen. Allerdings ist die Öffnung davon auch sehr klein. Mhm. Und wie gesagt, dann halt auch, wenn man da rausschießen kann, nicht allzu viel sieht. Sah aber geil aus. Und vorhin, da dieser blöde Hubschrauber mal relativ weit oben fliegt, und der Turm von Bombay nämlich nicht so hoch ist, könnte es dann da Probleme geben. Andererseits ist der Turm von Bombay relativ klein von der Fläche her. Das heißt, wenn der da einmal einen Raketentreffer reingeballert kriegt, dann ist er hin, weil er nicht wegrennen kann. Okay. Das ist halt das Lästige dabei. Hatten wir ja auch schon alles überlegt, so nach dem Motto, wie machen wir das? Wir haben bei uns jetzt noch extra nochmal innen drin, wir haben ja oben eine 6x6-Plattform oder sowas. Ja. Oder 5x5, weiß ich gar nicht genau. Jedenfalls haben wir innen drin nochmal Wände gezogen, damit wir da irgendwie geschützt sind. Aber so war das eher. Da hatten wir den Plan. Echt ätzend. Und natürlich immer mit Plan. War es schon einen abgekriegt von den MGs? Weil irgendwie haben sie da scheinbar auch so ein bisschen was überarbeitet. Weil als ich meinen Hubschrauber abgeschossen hatte, da war das ja so, dass man eigentlich nur Schaden. Die Untertitel sind witzig. Keine Ahnung, was sie mit dem Text zu tun haben, der da zu hören ist. Ja. So, ich habe aber schon angekündigt, das wäre der dritte 12-Stunden-Stream wieder, wenn ich jetzt weitermachte. Heute, nö.
Schaffe ich nicht. Hier habe ich dann irgendwie, da habe ich das schon mal vorbereitet. Da wird dann später in weiteren Folgen das Bild bemalt. Hier drunter sind dann noch Katakomben. Und da drunter sind nochmal Katakomben. Das hier ist alles unter der Kirche. Be yourself, unless you can be a pirate, then always be a pirate. Das hier war der Eingang über Netze für alte Leute über die Treppe. Und das war dann der Nebeneingang für Mitglieder. Und nebenan noch eine Galerie. Auch ein ungewöhnliches Bild, Vin Diesel mit langen Haaren. Winnie Pooh kubistisch. Ja. Auch noch nicht so ganz fertig hier alles. Wie immer. YouTube und die Suche nach Abenteuern in der Monsterkirche. Und dann findet ihr diese meine Videos zum Thema. Noch eine andere Version der Kirche mit einem Klostergarten. Schönes. Schöne Wandmalerei. Ja, und hier kann man es sehen. Ja, vielleicht mache ich das hier auch nochmal so.
aber halt eine Wand zu tief gemacht. Beziehungsweise dieses Mal eine zu hoch. Wobei, nee, das ist immer noch das dieselbe Version. Das ist dieselbe. Solche Dachluken. Treppenluken sind super praktisch. Effektiv, verbrauchen keinen Platz, werden nicht genutzt. Geheimer Eingang in einen der Tower. Okay. Ja, dann melde ich mich mal ab, bevor noch ein Host oder Raid reinkommt und ich denen auch noch sagen muss, dass ich mich abmelde. Das ist so eine Uhrzeit gerade dafür. Ich danke euch mal wieder fürs Zuschauen. Werde morgen mal gucken, wann denn nun die 3 Jahre Streaming konkret rumgehen. Und dann wird es zum Wochenende vielleicht irgendwas Spezielles dazu geben. Hab überlegt, für den neuen Turm vielleicht eine Wendeltreppe einzubauen. Und so eine Idee vielleicht, wer weiß, wie viele Stufen das sind, die es da hochgeht.